Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Pongo Boss Let's Play mit der Stadt sozusagen. Noch ein kleines Dorf natürlich. Aber wir sind erst gerade am Anfang. So, wir haben hier die Wohnstätten, also die Häuser. Die Leute brauchen langsam ein Haus. Und ja, der Bauarbeiter ist noch am Rathaus dran und er hat wieder ein Leck. Oder immer noch ein Leck. So, geh weg. Und hört das auf? So langsam hört es auf. Sehr gut. Ja, ich mach das wieder weg. Sorry. Gut, habe ich ihn nicht geschlagen. Aus Versehen. Also, was hast du jetzt im Inventar? Hast du bald voll wieder? Nein. Gut. Dann kannst du die Erde aber auch haben. Wieso? Wieso seufzen? Jo. Warte, war eher ein, was soll ich jetzt tun? Also hier kommt ein Weg durch. Der muss ja nicht unbedingt so breit sein, aber hier vor dem Rathaus, da haben wir zum Beispiel drei, dann zwei breiter Weg und dann dort einen, plus halt noch die, ja, Stufe. Also ich würde empfehlen, wir machen hier das Gleiche. Drei, zwei, eins, zwei. Ja, machen wir ungefähr hier, aber in die Richtung. Also ist hier denn vorne oder ist hier auf der anderen Seite? Ich mache jetzt das einfach mal hier hin. Ja, aber ich weiß nicht, wie das geht, liebes Spiel. Okay, ja. Zeig mir doch, wie das geht. Ah, okay, hier drinnen ist es. So, haben wir direkt gefunden. Aber ich kann halt nichts steuern, ich sehe nichts. Aha. Und, also die Alternate Residence oder die Residenz. Ich mache mal die Residenz. Und jetzt klicke ich mal drauf. Und es ist trotzdem. Und es ist sogar nah. Ich möchte gerne, dass du mir das Haus ein bisschen anders zeigst. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Verwalte. Power-Portionen. Alle Items. Kann ich das jetzt wieder abreißen, bitte? Zurückrufen. Jetzt glaube ich, kommen einfach wieder ein bisschen hier hin. Also dann wieder blöde abbauen. Gleich noch in der Nacht. Okay. Ist ein bisschen komisch und schwierig gemacht, aber. Müssen wir halt einfach immer wieder schön abreißen und dann wieder hinklatschen. Aber der Bautool ist einfach für nichts mehr da. Zwei, drei. Das heißt ungefähr hier jetzt platzieren. Okay. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich gut jetzt so. Eins, zwei, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier. Einfach eins zu wenig. Aber dann haben wir hier noch Platz für Blumen oder so. Also hier mal eins. Das könnte, ja, der Herr sein da. Der Ratsvorsitzende, Ratsherr. Und der Bauarbeiter. Vielleicht ist es ja eines, ja. Also, vielleicht haben wir eine Politikerin. Also, ja. Gut. Und auf jeden Fall brauchen wir dann hier hinten auch noch ein Haus. So, dazwischen geht das wahrscheinlich nicht. Das ist ja wendig. Wir müssen einen Baum fällen lassen. Wir machen aber hierhin mal das nächste Haus. Genau. Hierhin. So jetzt. Trotzdem.
Okay, das ist jetzt eher zu weit. Hier käme zum Beispiel ein Weg, könnte hier hingehen. Dann machen wir einfach zwei rüber oder so. Aber hier ist dann auch ein Weg schlecht, oder? Ja, wir lassen jetzt das mal so, weil ja, es sieht ziemlich gut aus. Und Wege sollten ja nicht immer parallel, also synchron sein. Das ist nicht gut. Und dann braucht noch der Halsfäller ein Haus. Ist das der Halsfäller dort? Hallo, zeig mir, was bist du? Du bist der, ja, die Forsthütte. Du könntest das Haus. Sind wir hier draußen, ja? Wir sind hier draußen. Ah, hier ist das Haus, deshalb ist das ha ist ja, die Barriere so weit drüben. Okay, mache ich das mal hier hin. Okay, das ist ein bisschen zu nah. Das ist nicht so gut. Wieso geht das so lange zum Abbauen? Dass man nicht ständig irgendwie umplatziert. So voll. Ja, fixe. Jo, das ist sehr gut. Sehr schön. Okay, dann haben wir die Häuser platziert. Und ja, wir brauchen natürlich noch mehr Häuser. Sind ja auch, glaube ich. Ja, sind einfach zu wenig Frauen. What is it? Ja. Ja, mache ich auch. Also ich mache jetzt einfach mal, ja, ich mach's. Ja, ich bin ja dran, aber sie muss warten. Tratsch überspringen mache ich mal bei ihm. Bei der Frau muss ich halt nicht was machen. Oh Gott. So, aber die hat jetzt auch, ja. Die haben alle einfach das Problem jetzt, weil wir halt schon die Bauhütte haben. Haben sie jetzt einfach das Bedürfnis zu wohnen. Ihr habt das doch schon so schön hier bei diesem komischen Ständer für das Rathaus. Was in der Luft steht jetzt. Also macht nicht so. Und wieso hast du hier Erde gerade? Und wieso bist du jetzt faul? Hast du jetzt irgendwas wieder nicht? Eine Schere? Where's the courier? Tatsche springen. Hä? Du brauchst hier gar nichts. Beruf. Okay, Sättigung ist grün. Was brauchst du denn? Eine Schaufel scheinbar. Yeah, no, I can't work like that. Yeah, no, I can't work like that. Ja, okay. Ja, eine Schaufel. Eine Steinschaufel, bitte sehr. Wo ist mein Koppel? Muss das Koppel schon im Inventar haben, wenn ich so viel wegzähle. Ich mache gleich mal noch eine Axt für ihn. So, dann sollte das einige Zeit reichen. Where's the courier? Ja. Nicht immer wiederholen, bitte. So, und jetzt geh wieder. Arbeite. Wo liegt jetzt I'll dein wait for you. Problem? Ich habe dir eine Schaufel gegeben, siehst du die nicht? Ja, alles. Okay, aber er hat immer noch das Werkzeug, das Zahnradsymbol. Das dauert halt, die Scripts müssen halt zuerst gerendert, produziert werden, also. Das auch verstehen, oder? Ich bin der Fisch. Nixler. Immerhin ein paar Arbeiten zwischendurch. Gut. Jo, ich weiß jetzt nicht, wie es für euch wirkt oder so, ein Mod zu spielen, was auch ein bisschen dauert. Für mich, es macht schon Spaß, aber natürlich muss man einfach zwischendurch auch ja, lernen, was genau gemacht wird, warten, bis es gemacht wird und so. Kann natürlich schon ein bisschen jo, langweilig manchmal wirken. Aber immerhin geht's, also
Ich sehe wirklich nur Videos, wo sie im Kreativmodus diesen Mod machen. Und das ist für mich einfach nicht in Ordnung. Und also, man muss sich schon die Mühe geben können, das so zu spielen, wie es eigentlich gemeint wird, gedacht wird. Aber viele sind halt auch sehr ungeduldig oder wollen nur etwas vorstellen und nicht richtig spielen. Das ist ein mega Höhensystem, aber es ist nichts wie ein... Das ist ja im Hauptspiel auch, dass es manchmal so komische Risse gibt, wo eigentlich nichts drin ist. Bauxit. Und hier geht's wieder raus, okay. Haben wir hier noch eine Fackel? Ach komm, hey. Lieber hängt man fest. So Schrägen sind in Minecraft doch nicht so gut. Also habe ich Erde. Ich möchte gerne wirklich... Ja, ich habe nicht Erde. Wirklich überall zumachen. Das geht doch nicht. Ey, habe ich überhaupt Erde? Ich habe wirklich gar keine Erde mehr. Irgendwie markieren. Sieht man halt nicht so gut. Ach komm, solange der noch am Rathaus wirklich baut, können wir mal wirklich Erde auch verwenden, um Sachen zuzumachen. Weil eventuell können die Leute wirklich reinstürzen dann oder sich verirren. Ja, ich habe natürlich alle Erde hier. Geben wir mal das Zeugs rein, das wir hier nicht brauchen. So, und halt immer schauen, dass ich ein paar Sachen im Inventar habe. Hier macht er hoffentlich zu. Ich will lieber hier die nahen Eingänge zumachen. Ja. Ist jetzt auch nicht gerade so das tolle Loch hier. Weil hier ja das Haus kommt, wird es auch wieder aufgemacht eventuell. Hier habe ich doch irgendwo noch eins gehabt, wo ich immer drüber gehüpft bin. Hier. Ja, hier ist ja nicht schlimm. Sollen die hängen bleiben? Ja, hier ist es aber schon ziemlich schlimm. Wie mache ich das am besten? Hier anfangen. Art heißt Löcher stopfen. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so motivierend zum Zuschauen. Wie weiter sonst? Ja, und hier. Boah, das muss so viel Erde sein. Ja, irgendwie hier nicht. Aber hier. Okay. Wir machen Zäune hin. Wir provisieren einfach. Wir machen Zäune hin. Also hier ist irgendwo noch eine Höhle. Hier? Ja. Wo ist die Höhle hin? Also die Höhle mit der Fackel, wo wir vorher durchgegangen sind, rausgekommen sind, die ist dann hier oben. Ein bisschen weiter weg. So. Genau. Wegen dir mache ich das. Und diese Öllache. Ach komm, die können ja auch mal in Öl baden. Das ist jetzt kein Problem. Aber einfach, dass sie nicht sterben durch Fallschaden. Einfach mal die schlimmen Höhlen zumachen. Das ist Salz, oder? Ja, Salz, Erz. Aber die KI ist schon viel besser geworden, das sehe ich. Dass die noch nicht gestorben sind. Wow. So, wie weit bist du denn? Ja, diese Höhle hier, also ich könnte da vorne irgendwie zumachen noch. Das hat schon eine riesen Grotte.
Also wir machen zuerst mal das Haus. Schauen wir, wie wird das Haus gebaut, oder? Sind die Fundamente hier drüber? Und wenn ja, lassen wir das einfach so, dass das Fundament halt drüber ist. Aber hier nicht. So, jo. Wir haben so viele Büsche hier. Ich will nicht immer Büsche kaputt machen, indem ich einfach den Schlafsack drüber stülpe. Ja, was könnten wir machen? Axt machen und Bäume fällen. Wir brauchen ja immer wieder. Ah, wir haben noch eine Axt. Sehr gut. Wir brauchen ja immer Holz. Also vor allem am Anfang, dieses Eichenholz wird natürlich viel verwendet. Später wahrscheinlich eben dieses Kirschholz. Aber da können wir eigentlich auch ein paar Bäume schon mal fällen. Auf jeden Fall so, dass wir in der Nähe keine Bäume haben. Wo gerade gebaut wird. Also lieber ein paar Meter drüben. Also zum Beispiel die Bäume hier benutzen. Alles immer wieder zum wieder anpflanzen. Und das Öl sollte ich eigentlich auch langsam mal stopfen. Ich stopfe mir Öl in die Tasche. Ja, und da muss ich natürlich wieder Erde farmen, gell? Liebe Zuschauer, ich muss immer alles machen. Und ihr habt das Vergnügen. Was machst du gerade? Das ist irgendwie ein Busch oder so vom Geräusch entfernt. Jetzt hat er schon wieder ein Problem. Hey, ich hatte ständig Probleme. Was sollen wir machen? Ja, das kannst du denn haben. Schon wieder eine Schaufel? Ich habe dir erst gerade eine Schaufel gegeben. Oh, Materialkiste ist hier. Ja, du hast ja die Erde geklaut oder geholt. Ja, die Sachen brauchst du nicht. Wow, so viel Busch. Du hast aber sehr viele Büsche gesammelt. So. Ja, ja, arbeiten kann so nerven. Ey, Koppel muss ich jetzt mal wieder mitnehmen. Ich gebe mir jetzt mal zwei Schaufeln, das sollte vom Platz her gehen. Komm, nochmal deine Axt. Und ich könnte ja die Werkzeuge auch in die Lagerkiste tun. Ja, er hat sowieso zwei Äxte noch. Der braucht fast keine Äxte. Nur zum Holzfällen. So, oh, jetzt bringt er schon wieder mehr Sachen. Eine Schere könntest du gleich wieder gebrauchen, okay. Ja, ich glaube, das ist genug Erde. Weißt du, er braucht für das Rathaus irgendwie so 300 Erde. Aber er bekommt die Erde einfach selber alle über. So, durch das Abbauen von komischen Zeugs, was im Weg ist. Nein, ich muss eine Schere haben. Dann gebe ich ihm zwei Scheren. Das ist so schnell verbraucht. Jetzt hat er die Schere sowieso auch in okay. Hast du überhaupt noch eine Schere? Ja. Es reicht langsam. Bitte nicht mehr erwähnen. Bekomme ich jetzt aber keine Belohnung mehr? Wieso? Ich denke, nein. Also, er möchte das hier haben. Man bekommt ja nie eine Belohnung über. Sondern kann das natürlich einfach dem Bewohner zugute machen. Ich dachte schon, man bekommt irgendwie Geld über fürs Arbeiten, aber nein.
Nur das Zuckerrohr wächst so in die Höhe. So, wie sieht es denn aus mit der Größe? Also wir brauchen unbedingt dann mehr Platz eigentlich. Geht das denn auch? Sonst haben wir irgendwie ein Problem, dann müssen wir in die Höhe bauen. Müssen wir ein Haus über ein Haus bauen. Genau. Ich wollte eigentlich nur kurz Bäume fällen. Die roten, also diese Kirschbäume. Ah, hier hätten wir noch eine Höhle. Gut, dass ich das gerade gesehen habe. So. Und hier wahrscheinlich auch irgendwo. Naja, nicht runterfahren. Gell? Ich mache das ja so, also wirklich die Höhle nur, wo man wirklich reinfällt, und wenn halt ein Haus drüber gebaut wird, muss ich dann halt schauen, dass man halt dann noch was dort macht. Wenn das Haus fertig ist natürlich. So, also dieses Densewood haben wir hier. Aber wir müssen es einzeln abbauen. Ja, also für mich ist es eher gecheatet als irgendwie, ja, schon ein bisschen hilfreich, aber nur sehr wenig. Bisschen übertrieben, oder? Aus einem Stack bekommt man 4 Stacks Holzbrett über. Habe ich irgendwie so. So. Und wieso gehst du nicht kaputt? Also der Mod ist wirklich noch sehr in der Beta. Das ist, früher hieß er ja irgendwie Triple Capitator. Und funktionierte aber, glaube ich, gleich oder ziemlich gleich. Ja. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr Holz. Komm, haben wir die zwei noch. So. Noch ein paar mehr gesprühten Bäume hier. Ja. Ah, hier oben haben wir noch ein paar. So, wunderbar. Ich finde diese Ambient-Sound sehr cool. Ja, die Vögel wurden wahrscheinlich einfach so in einem Wald aufgenommen und das irgendwie zu einem anderen Sound gemacht, also ja, das ist einfach ein bisschen spielerisch anhört und nicht so realistisch. Oder ist es völlig realistisch und es hört sich nur ein bisschen spielerisch an. Ja, es könnte schon realistisch sein, doch. Je nachdem. Okay. Ich tue die überspringen, ich weiß. Ich will aber mal wissen, ob die noch andere haben. Aber eigentlich steht das wirklich nur, dass es nicht immer kommt. Das ist das Überspringen. Nicht, dass sie dann noch böse werden und wegziehen, weil sie von mir eine komplette Absage bekommen. Nein, das wird nicht gemacht. Oder eben, dass man keine Belohnung bekommt, aber man bekommt keine Belohnung. Deshalb ist das eigentlich egal. Kann das sein, dass man mit Wachtürmen, so wie bei Siedler und so, die Gegend erweitern kann? Irgendwie muss ja das Gebiet wachsen, oder einfach mit Level 2, wenn das Rathaus auf Level 2 ist, dann wieder größer. Aha. Eine Lupe. Aha. Okay. Jetzt wollte ich
Wie wird's geschrieben mit Leertaste? Ohne. Steinbruch. Benanntes Grab, also wenn jemand stirbt, kann ich ein Grabface machen von einem NPC. Ich wollte nachschauen, ob für was sind diese Sachen hier? Diese Stäbe. Versammlungsbahn. Absperrband kann man selber craften und dann benutzen. Es gibt einen mittleren Steinbruch, okay. Regal, Plantagenfeld, Blumenladen, oh, ein Blumenladen. Vielleicht damit man mehr Blumen bekommt. So, also die Leute sind wieder hier. Es ist immer noch 4, also ich denke, man bekommt immer 4 über bei 2 Frauen und 2 Männern, damit sie sich vorpflanzen können und so weiter. Jo. So, was steht noch? Ich habe mit Arbeit im Rathaus begonnen. Okay, dann haben wir noch ja, zum Einordnen ein paar Sachen. Mache ich die mal hier unten und der Apfel hier. Auch mehr Äpfel. Ja. Ein bisschen sortieren könnte ich. Warte, was kann helfen? Where is the courier? Aber was ist mit deinen Stats? Anpassungsfähigkeit. Okay, interessant. Also was ist jetzt dein Problem? Du arbeitest einfach nicht. Brauchst du mehr Holz? Du hast sicher dann mehr Holz, ja. Also mal so machen. Ja, ja, der braucht er wahrscheinlich nicht. I'm waiting for something. Aber Kobel hast du viel, ja, das brauchst du wahrscheinlich jetzt wegen dem Fundament. Also die Sachen hier sind schon mal Stützen, das Gebäude irgendwie. Jetzt macht er hier doch noch mal ein bisschen Erde weg. Ja, dann hast du wahrscheinlich nicht so viel Erde im Inventar. Ja, du hast gar nicht so viel Erde. Ja, lassen wir es mal. Ja, das Fundament, also das unter dem Fundament, das ist ein bisschen, es dauert einfach lang, bis er fertig ist. Und das Gebäude geht dann wahrscheinlich wieder ziemlich schnell. So, machen wir den hier auch mal weg. Gut. Wir können eigentlich hier nochmals 2-3 Bäume anpflanzen. So. Pirandorf, okay. Ein paar Sachen kann ich eigentlich wieder deaktivieren. Also Himmelsfestung. Blaue Pilze. Die Baumform werde ich wahrscheinlich verändern, weil ich ja dort eigentlich etwas Schönes bauen möchte in der Nähe. Das lasse ich. Und das hier, ich weiß nicht, was weiter und weiter westlich, wo die genau sind, also weiter westlich graben ist, dort bei diesem Hügel, wo wir, also wo ich eben vor 2 Parts, glaube ich, oder so gezeigt habe, wo wir etwas Schönes bauen können, diese Klippe. Und das Weite könnte im Nordwesten sein, wo ich irgendwas gesucht habe. Genau das Ding, Lush Caves da mit den
Azaleba, genau und so. Genau. Gut. Ich brauche so langsam mehr Kohle dann. Ja, muss er dann wieder ja, Holz fällen. Man hat immer etwas zu tun. So doof, aber es ist so schön, dass es als Mod geht. Wirklich super. Müsste eigentlich ins Hauptspiel. Unbedingt ins Hauptspiel. Da könnte man so geil Multiplayer, so richtig schöne Sachen bauen lassen. Aber die Entwickler sind halt so faul, dass das so Motor viel mehr Spaß am Entwickeln da haben. Es ist einfach extrem. Aber was einfach gut sein und klappen muss, ist einfach Datapacks, Plugins und Mods gut zusammen wirkbar machen, oder? Damit man auch Modded Server machen kann mit sehr gutem Schutz und neuen Welten und so. Ja. Das muss alles viel besser sein. Oh cool, wie das jetzt schon aussieht. Es ist jetzt schnell dran, ne? Jetzt bekomme ich ja die Erde. Jetzt muss ich Erde nicht mehr sammeln, weil er hier schon so ziemlich viel Erde sammelt. Durch den Bau des Gebäudes. Macht jetzt gerade einen Keller, oder? Weil der Ding ist so weit oben, der Tisch. Sehr interessant. Ja, ich lasse ihn ein bisschen arbeiten, gell, bis zum nächsten Part. Sobald er das Haus macht, mache ich den nächsten Part. Ich kann ja sowieso nicht gut schlafen. Ich muss mal wirklich wach bleiben ein bisschen. Da ich momentan einfach ein bisschen zu viel wieder Energie habe durch den Sport, kann ich mir nicht gut einschlafen in der Nacht. Ist das Knochenmehl? Scheinbar schon. Wunderbar, da sehen wir immer wieder Fische kommen. Bisschen Nahrung, bisschen Aussehen, also ein bisschen Dekoration. Wenn wir so viele Nametags finden, könnten wir eigentlich jeden Fisch benennen, damit er nicht weggeht. Geil. Gut, ja. Also bis später. Für euch ja vielleicht ein bisschen länger, sorry. Aber YouTube will halt nicht. Naja. Verarbeitung geht halt immer ein bisschen länger. Aber gut, immerhin habe ich jetzt momentan ein bisschen mehr Zeit durch die Krankheit und so, mehr Parts zu bringen pro Tag. Sonst habe ich ja manchmal an einem Tag gar keinen Part machen können. Ja, weil ich ja gesundheitlich so am Ende war und ja, mir alles so mega Stress gemacht hat. Aber gut, aber dieser körperliche, also muskuläre Stress führt schon dazu, dass ich manchmal ein bisschen müde bin, aber naja. Dafür ist mein Kopf sehr gut. Also, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.